Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit der Sendung Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und das ist der Mark Hagenbeck. Mark Hagenbeck kennt man ja auch als Mentalisten, ja? Ja. Und Gedankenleser. Und der Mark, der weiß ja jetzt auch, wer am 27. August Geburtstag hat. Ja, und zwar nämlich diese Dame hier hinter uns. Ja, die hat Geburtstag. Wer kennt sie nicht? Ja. Es ist Heidi die Kabel. Mutter von Inge Meisel. Die Mutter von Inge Meisel Käse, nee. Heidi Kabel, Heidi, natürlich. Heidi Kabel hat Geburtstag heute. Wann ist sie verstorben? Warte mal, mal gucken. Verstorben ist sie am... Starb mit 95, am 15. Juni 2010. Ah, 15. Juni 2010, Entschuldigung, ich muss ja auf meinem Rechner hier erstmal gucken. Das ist gar nicht so einfach. Ja, 15. Juni 2010 ist sie gestorben. Das heißt, sie ist... 1914 ist sie geboren. Boah, Matheaufgaben hier. Mann, oh Mann. Ja, 27. August. Was war noch am 27. August? Du hast doch was auf der Pfanne? Ja, ich habe da noch was mitgebracht. Am 27. August 1928 mit dem Vertrag von Montevideo erkennt Brasilien und Argentinien die Unabhängigkeit von Uruguay an. Heißt das nicht Montevideo? Du sagst ja Montevideo. Montevideo. Montevideo ist doch ein Berg voller Videos. Und Montevideo ist die Stadt. Aber ich wollte nur mal klugscheißen. Herzlich willkommen bei Klugscheißer TV hier auf YouTube. Wenn ihr der Meinung seid, es heißt Montevideo, dann postet jetzt mal unten in den Kommentaren Montevideo. Wenn ihr der Meinung seid, es heißt Montevideo, dann postet mal Montevideo. Ist die Frage, wie man die Betonung es hinkriegt? Ja, ja. Keine Ahnung. Euer Problem. Macht genau. Mal. Am 27. August 1820 waren Josef Naus und zwei Begleiter die ersten Menschen auf der Zugspitze. Hier sehen wir die Zugspitze, ne? Heute, wie sie heute aussieht. Aber die waren 1820 auf der Zugspitze und haben damals Vermessungsaufgaben durchgeführt. Ach, da war das noch gar nicht dann da. Ach so, nee. Wenn die ersten Menschen waren, dann war das noch nicht da. Verstehst du? Ja, genau. Das war am 27. August. Und jetzt haben wir ganz viel über den 27. August gelernt. Und Heidi Kabel hatte ja heute auch ihren Geburtstag. Mhm. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Moin, moin. Tschüss. Tschüssikowski. Bis Baldinski.